So, welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Quarto und in diesem Video sprechen wir über drei Model-Anfängerfehler. Also, mit dabei heute, ich bin nicht alleine, sondern David Prego-Walter steht neben mir, das upcoming Asia Fashion Model aus Stuttgart. Ja. Wir hatten gerade ein Shooting bei Hugo Boss und da haben wir gedacht, nehmen wir doch mal spontan auch heute ein Video auf. Erstmal cool, dass du da mit am Start bist. Ja, ja. Ich glaube, der witzigste Typ auf Erden. Ja. So, du bist noch nicht so ganz lange dabei, du bist erst 22 Jahre alt und ja, wann bist du mit Modeling gestartet? Vor wie vielen Jahren? Vor drei, aber ich hatte auch eine kurze Pause so dazwischen. Okay, sagen wir, du bist mit 19 gestartet, also vor drei Jahren. Und deshalb habe ich ihn einfach mitgenommen, damit er euch seine drei Fehler erzählen kann, die er beim Modeln gemacht hat. Fehler Nummer 1, was war dein erster grober Schnitzer? Mein erster grober Schnitzer, das war einfach, dass ich war im Ausland und dachte mir so, Modeln, cool, ich werde richtig erfolgreich und was weiß ich. Aber dann sind da 1000 weitere Models und alles. Und dann ist halt so, dass ich da viel zu viel gefeiert habe, weil da einfach überall Partys sind. Und das mich dann auch irgendwann kaputt gemacht hat, weil 5 Tage die Woche feiern, mach das mal 4 Wochen, ja? Mach das mal 4 Wochen, du fühlst dich wie so ein alter Opa. Und das macht dich einfach auch innerlich irgendwie fertig. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass du dann bei den Jobs nicht so gut ankommst, weil du viel zu verpeilt bist oder mal sogar einen versäumst. Du bist ja so schon verpeilt. Was denkst du, warum ich so verpeilt bin? Du hast viel gefallen, ja, okay, alles klar. Vorbei. Und ja, das ist eigentlich Fehler Nummer 1, dass du einfach professionell bleiben musst und nicht immer feiern musst oder zumindest nicht die ganze Zeit trinken oder was weiß ich. Okay, du hast einen Job verpasst, weil du zu viel gefeiert hast. Ja, das auch, aber ich meine... Echt? Ein Job? Nein, Job nicht. Okay. Aber ein Casting auf jeden Fall. Ja gut, ja. Also fokussiert bleiben, nicht so viel feiern am Anfang. Ja. Alright. 2. Was war dein anderer Fehler? Ja, TFP-Shootings sind auch sehr... Anfangs ist es auch sehr schwer, erstmal welche zu finden. So. Ja. Aber wenn man dann sich so ein bisschen aufgebaut hat, dann kommen halt immer wieder Anfragen, hauptsächlich über Instagram. Kommen dann Leute an und sagen, hey, willst du Bilder machen, TFP und so. Wir haben gute Fotografin geholt oder Fotografen. Und da muss man halt schauen, dass die Bilder auch relativ gut sind und wie professionell das gemacht worden ist, für was die Bilder verwendet worden sind. Weil ich hatte auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich Bilder gemacht habe für eine Kleidungsmarke. Mhm. Und es war halt so, dass ich die Bilder nicht bekommen habe, weil die Kollektion nie veröffentlicht wurde. Okay, und, das ist scheiße. Ja. Habt ihr vorher keinen Vertrag gemacht? Nee, gar nicht. Ich war einfach blöd. Ich dachte mir so, ey, Hauptsache ein Shooting. Sieht cool aus, ich bekomme Kleidung, toll. Ja. Ja, nice. War halt blöd, weil ich dann im Endeffekt nicht die Bilder bekommen habe. Okay, also Achtung bei TFP-Shootings. Für die Leute, die es nicht wissen, was ein TFP-Shooting ist. TFP bedeutet Time for Picture. Das ist ein Shooting, wo der Fotograf, das Model, als auch Hair und Make-up oder der Visagist die Bilder nachher zur Verfügung gestellt bekommen. Sozusagen haben alle Mehrwert davon, aber keiner wird bezahlt. Und das ist bei dir schiefgelaufen. Das ist natürlich echt uncool. Aber ich kann auch meine Erfahrung nochmal kurz ergänzen. Wenn ihr ein Shooting macht und das nicht über eine Agentur läuft, ja, macht auf jeden Fall einen kleinen Vertrag. Zum Beispiel dir jetzt auch, weil hättest du einen kleinen Vertrag gehabt. Damals, und, ja, aber wenn du einfach nur einen Vertrag hast, wo kurz drin steht, gleich, ja. Du warst jung, ja, und du brauchst das Geld, nein, Spaß. Aber wenn man einen kleinen Vertrag hat, also generell, ja, auch für die zukünftigen Projekte, immer einen kleinen Vertrag haben, wo drin steht, okay, wer bekommt was, ganz, ganz wichtig. Also Fehler Nummer 1 war nicht so viel feiern, ja. Fehler Nummer 2 war bei TFP-Shootings aufpassen, wenn ihr angeschrieben werdet. Und Fehler Nummer 3, ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, anfangs ist es ist einfach schwer so, man denkt so, okay, ich habe jetzt ein großes Ding gehabt. Und das war halt bei mir so, ich war halt auf einem Fashion-Magazin vorne auf dem Cover, hat ein ganz Editor wurde. Echt, in Philippinen war das, im kompletten Land, wo das dann halt immer wieder verteilt war. Cool. Ich werde auch mal ein paar Bilder einblenden von diesem hübschen jungen Mann hier, ja. Und es war einfach so, dass ich danach dachte, gut, okay, es wird easy und so. Mhm. Aber es war nicht so einfach. Ich war danach immer noch, musste ich ziemlich hart üben. Mhm. Und selbst dann hatte ich einfach... War es einfach nicht genug. Man muss immer und immer üben. Man denkt sich so, okay, Modeln, das hat man einfach. Man muss einfach so aussehen. Aber ich übe, tatsächlich habe ich früher sehr, sehr oft vor dem Spiegel geübt, verschiedene Sachen, weil die Kunden wollen immer was anderes. Man wollen sie, dass du lächelst, wollen sie, dass du wirklich strahlst. Oder manchmal auch einfach nur das Editorial Face, so eher so moody. Und manchmal auch ein strenges Street Face. So. Und das mach mal ein strenges Street Face, mach mal. Huja! Wow. Jetzt lach mal. Okay, warte, wir machen beide jetzt ein strenges Streetfest, okay? 1, 2, 3. Jetzt mal.
Der läuft bei uns. Ja. Nee, aber da kann ich dir recht geben. Also du hast im Prinzip eigentlich, bevor du das, die ersten richtigen Shootings machst, zu wenig geübt. Für dich persönlich. Ja, und als Tipp kann man einfach sagen, vom Spiegel gehen, hinstellen, einfach verschiedene Ausdrücke, Gesichtsausdrücke üben, üben, üben und wieder nochmals üben. Mhm. Weil damit ihr, dann habt ihr auch eine gewisse Sicherheit beim Shooting, wenn ihr viel geübt habt vom Spiegel zu Hause und einfach mal auch selber von der Kamera ein bisschen gepostet habt, dann hat man ein besseres Gefühl dafür, ein besseres Gespür. Und wenn der Fotograf dann sagt, mach mal ein Streetface, dann geht es auf Knopfdruck. Geil. Ja, ich bedanke mich, dass du da warst. Ich verlinke dein Instagram auch in die Infobox. Ja, schaut euch mal die geilen Bilder von diesem coolen Fashion-Model an. Wirklich lustigster Typ auf Erden, ja. Ja, cool. Ja. Und sonst so? Lass meinen Dübel. Okay, das kommt auf jeden Fall rein. Lass meinen Dübel. Okay. Das Shooting gemacht. Okay, was machen wir jetzt so? Lass meinen Dübel. Lass meinen Dübel. Also, wenn euch das Video gefallen hat, macht gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr zum Thema Modeln und Anfänger wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann hole ich den David Prego bald noch mit dazu. Also, danke, dass du da warst. Bis dahin. Adios. Amigos.